Hallo ihr Lieben, weiter geht es. Der innere Ring, den habe ich jetzt fertiggestellt und bereits mit dem äußeren angefangen. Müssen meine Gerüste, die habe ich wahrscheinlich alle draußen liegen. Ja gut, dann gehen wir mal nach außen. Achso, hier drinnen, das habt ihr noch nicht gesehen. Ich hatte jetzt hier mal ein bisschen aufgeräumt, ein klein wenig Struktur reingebracht, hier alles was leuchtet und so. Und festgestellt, mir fehlt einiges an Material und hier habe ich halt meine Blumen, die ich draußen für die Deko benötige. Ich muss kurz überlegen, in welcher Kiste ich die hatte da draußen. Genau, ich sage schon wieder genau. Ja, und zwar, ich müsste hier Gerüste rumliegen haben. Richtig. So, das habt ihr gesehen, glaube ich, wie ich das gestaltet hatte. Mittlerweile ist das jetzt alles in seinen Farben angelegt. Es fehlen noch ein paar Blümchen. Hier zum Beispiel, da sollen noch blaue Blümchen hin. Da muss noch was hin und hier oben in die Ecke. Oh, da wurde jemand gebannt. Tja, das ist so hier auf dem Server. Dann müssen hier noch Blumen hin. Also alles hier in dem blauen Konzept. Dann habe ich hier einen Fehler. Da können blaue Blöcke ran. Das mache ich gleich direkt, sonst wäre ich nervös. Ich schalte mich gleich wieder dazu. So, ich schalte mich hier wieder dazu, weil da habe ich mich ausgeloggt. Hier hinten hatte ich mal so einen kleinen Durchgang mit so, ja, so Azaleen. Jetzt sind auch komischerweise blaue Blöcke hier. für die Korallen, da ich keine roten mehr hatte, habe ich hier die gelben verwendet. Es ist eigentlich egal. Hauptsache, die sind etwas, ja, blasser wie die Wüstenbüsche hier, die Trockenbüsche. Ja, hier ist ein Durchgang entstanden, weil ich brauche diesen hier, der muss mir das Feuer abfangen. Wir kommen dann hier in die grüne Abteilung und ich hatte ja beim letzten Mal angekündigt, knatz kurz mein Mikrofon halte, ich hatte beim letzten Mal angekündigt, ich mache das weiß. Und da habe ich so überlegt, nee, weiß gefällt mir eigentlich nicht. Ich lasse das grün und so viele grüne Pflanzen hatte ich nicht, deswegen wird es hier mit diesen weißen Pflanzen aufgehübscht. Weiße Blumen habe ich genug. Also jetzt quasi die grüne Abteilung, hinten die Ecken habe ich mal einen Wasserfall so spontan gemacht. Ja, und so gehen die Farben, also hier fehlt auch noch irgendwie was da in den Ecken, da muss ich nochmal überlegen. Dann geht es hier in die gelbe Abteilung, ich rasche jetzt einfach mal durch und quasi alles symmetrisch aufgebaut. Und da hinten dann die rote Abteilung, vielleicht kann man es ein bisschen erkennen. Ihr seht es ja auf der Map. Also das ist jetzt quasi erstmal der Innenraum. Hier oben hatte ich ja die Borde rumgemacht, wie ich es angekündigt hatte. Hier, das gefällt mir nicht, das wird noch umgeändert. Und hier oben muss ich auch noch einiges machen. Aber der äußere Bereich von dem inneren Ring, den lasse ich jetzt erstmal links liegen. Ich wollte euch nämlich gerne, ich stecke mich mal hier hoch, den Außenring zeigen. Also ich habe jetzt kurz mal so einen Außenring angefangen. Ich habe ja meinen Plan, was ich bauen möchte. Und der sieht dann so aus. Am besten ihr schaut euch auf der Map an, da seht ihr das ein bisschen besser. Der soll natürlich genauso wild strukturiert sein wie hier drin. So, höher kann ich nicht. Und ich habe dann auch nur leider eine Begrenzung. Ich kann jetzt nicht das, was ich hier bauen wollte, komplett vervollständigen. Deswegen lasse ich hier erstmal dieses Zackenmuster hier. Das dauert ja auch ein Stück, bis ich hier außen rum bin komplett. Dann gehört es noch bepflanzt und es gehört noch, ja, noch eine Statue gehört rein und so weiter. Und vor allem, ich muss dringendst Gras schaufeln. Ich hatte jetzt hier wieder jede Menge Gras, ja, weggeschaufelt letztendlich. Naja, gut. So viel zu dem Thema. Aber ich möchte heute gar nicht bauen, sondern ich würde gern, wie fange ich an? Sagen wir mal so, wenn mein Gebilde hier irgendwann mal fertig ist, da fehlt mir noch ein grüner Betonblock, der liegt wahrscheinlich rum. Wenn mein Gebilde fertig ist, dann brauche ich natürlich auch ja, Bewohner, die hier irgendwo außen rum wohnen. Und deswegen würde ich heute eine Reise in die Wüstenregionen machen. Und dazu laufe ich jetzt einfach mal am Angelsee entlang Richtung Norden. Ich habe mir auf der Map ein bisschen Wüstenregion herausgesucht und ich laufe jetzt mit euch da einfach mal dahin, beziehungsweise ich laufe alleine und würde mich dann melden, wenn ich in der Wüste angekommen bin. Machen wir das so? Wir machen das so. Bis gleich. So, ich blende mich jetzt einfach mal wieder ein. Ich bin gar nicht so weit gelaufen, denn hier wurde irgendwas angelegt, Schilder.
mit ein bisschen mehr Informationen. Hier gibt es Straßenschäden, also darf ich hier gar nicht laufen, weil ich stolper meist. Das ist aber kein Wüstengebiet. Schaue ich mir später an. Irgendwann mal. Es kommt auf jeden Fall auch mal in ein Video. Und hier quasi startet ja die Wüstenregion. Ich weiß nicht, wie lange ich hier rumlaufe. Mal schauen. Ich habe auf der Map so ein, zwei Sachen, die ich mir unbedingt anschauen möchte. Ja, das ist schon ein wenig auffällig hier. Spenden. Was ist das hier? Das U. Ein historisches Museum. Aber das leckt aber hier. Das ist gesperrt. Ne, da muss ich da oben rein, oder? Soll ich da jetzt mal rein? Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht anschauen. Das historische Museum. Wieso leckt denn das hier so, Leute? Ich check mal kurz meine FPS und was noch an ist am PC. Bis gleich. Tja, ich habe ja leider nichts weiter an und hier oben, wenn ich mir das anschaue, 40 FPS. Entweder liegt es an der Region oder ich müsste wirklich komplett neu starten. Das Museum möchte ich mir jetzt nicht weiter anschauen, ehrlich gesagt. Und die Villager, die werden wahrscheinlich dazugehören. Was? Rätselgruft? Ah, hier muss man kurz da rein, ne? Rätsel sind ja immer toll. Okay, ich verstehe das Rätsel. Muss ich da drücken? Okay, hier entlang. Mache ich mal ganz kurz. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht rein. Wieso gehe ich jetzt hier wieder rein? Lass mich ablenken hier. Toll. Ein bisschen lauter machen. Okay, hier rot. Nee, Leute, da habe ich jetzt keinen Trend dazu. Jetzt muss ich erst mal schauen, dass ich hier wieder Hilfe rauskomme. Gut. Ja. Ach, hier sprechen wollt, Villager. Na, du Wüstensohn. Ja, ich darf leider nicht mit dir sprechen. Du hast Sprechverbot. Tut mir leid. Da hat auch einer ein Geld. Komm, da gehen wir mal rein hier. In die Villagerburg. Schade, dass man mit denen da unten nicht reden kann. Ich wollte mal fragen, was ist hier so los? Taugt der Besitzer was? Wo sind wir denn hier? Was? Ich habe Feind eingegeben. Wieso zeigt ihr mir jetzt die Zone nicht an? Ja, macht ja nichts. Komm, wir schauen uns mal an, was hier so ist. Da ist mein Thron. Okay. Ich hätte jetzt da drauf drücken können, will ich nicht machen. Es war schöner großer Platz, aber ein bisschen kahl. Aber gut. Ich laufe ein bisschen schneller, damit es hier nicht so langweilig ist. Ich denke mal, hier wird Goldshaver bald vorbeilaufen und wird hier die Villager überfallen und sich das Gold snacken. Ein Diner. Komm, wir gehen mal rein. Was haben wir denn hier? Frühstück, Brot mit Marmelade, drei Eisen. Das würde ich mir direkt mal nehmen, aber ich habe kein Eisen einstecken. Zwei Donuts hier. Ich will eigentlich da ganz nach hinten laufen. Und mir ein paar so, ja, ich sag mal, Wüstenideen holen. Ohne jetzt übertrieben das Ganze noch zu noch bunter zu machen, wie es jetzt eh schon ist. Ich laufe mal. Das ist, glaube ich, noch nicht fertig hier oben. Da ist doch so ein Gebäude. Das schauen wir schnell mal an. Von außen näher. Das ist eigentlich eckig, ne? Ich habe nämlich keinen Plan für ein Wüstengebäude, aber ich glaube, mit dem Holz, mit dem dunklen Holz schaut es schön aus. Ja, gut. Ja,
Ja, die Wüstengebäude, die haben alle oben so Zinnen, ne? Komischerweise. Die haben gar keine richtigen Dächer. Wo sind wir denn hier? Oh, wie spricht man das aus? Tanoib? Taneub? Ja, derzeit kein Verkauf. Ich schaue trotzdem mal rein. So, was haben wir? Ein Pferdeshop. Ein Tier aussuchen unter dem Glas. Zwei Bezahlungen entrichtet. Tier, Pferd, vier aufsetzen und wegpotten. Ach komm, hör auf. Wie geht denn das? Wie funktioniert denn das? Okay, kein Verkauf. Aber das hätte ich mir gerne mal angeschaut. Ein Tieraufzug. Okay, jetzt bin ich wieder zu schnell. Muss ich abwarten. Ja, ist schon ein Riesengelände hier, ne? Was haben wir denn da? Eine gemeine Wüstenbiene. Ach, und schau da mal hin, hier. Ne? Bisschen lateinisch ist doch das, oder? Keine Ahnung. Sandschildkröte. Kaktusbanda. Okay. Komm, wir gehen mal da rein in das Hochhaus. Aber ich vermute mal, das ist auch nicht eingerichtet. Bar, die Flüssigkeit. Na du, darf ich mit dir reden? Ach, mit dir darf ich reden. Naja. Ach, da ist noch einer. Ihr habt euch mal gestritten hier, weil ihr so getrennt seid. Naja. Ich will mir das Haus jetzt gar nicht weiter anschauen hier oben. Die haben alle Videos Beacon deaktivieren. Das könnte ich machen, ja. Nein, eigentlich, wo bin ich denn? Lass mich mal kurz die Map ein bisschen noch anschauen. Oh ja, dann muss ich gar nicht mehr so weit laufen. Wo stehe ich denn da unten? Jetzt kommt das Stadion. Gut, dann laufen wir noch ein bisschen. Habe ich mich jetzt verlaufen in die Richtung? Ein paar Wüstenwegen. Aber die würden sich bei mir auch gut machen. Da brauchst du schon Riesenkeule hier, ne? Ist ein bisschen still heute. Ja, ich laber nicht so viel. Eigentlich wollte ich mir nur ein bisschen Gebäude anschauen. Und vielleicht ist ja für euch auch was dabei. Hallo Eddie. Mach mir die Tür zu. Ne, ist hier irgendwelche Kakerlaken reinlaufen. Und wo geht's da hin? Teilnehmerzugang Schweinerennen. Okay, hier gibt es ein Schweinerennen. Machen wir kurz einen Abstecher hier in den Garten. Ach, das ist die Arena. Kommt man da so rein in die Arena? Ich schaue mir die mal an. Ja, wenn ich schon mal da bin. Ja, ist eine Arena halt, ne? Wo die Schweine rennen. Okay. Nein, da will ich auch nicht hin. Ich will eigentlich, ich muss ein bisschen schneller laufen. Ah, hier ist schon noch ganz schön viel Platz zum Bauen. Ich schaue auch gar nicht nach, wie viele Zonen jetzt hier besetzt sind und welche nicht. Und Baustellen, ja, möchte ich auch nicht anschauen. Da hinten kommt ja, was Seltsameres. Und da läuft der in der Wüste. Ich habe nicht einmal Wasser dabei. Ich könnte nicht mal was trinken, aber das Gebäude lockt mich hier schon wieder rein. Na du? Ach, die macht so Zeug da. Na, so eine Blume habe ich auch. Aha. Die kann man einfach an die Decke klatschen. So, schauen wir uns hier mal um. Was steht da? Geheimes Familienrezept. Wasserkocher, Milch, Wano. Mach diese Sepp bitte nicht nach. Diese Rezepte dienen allein der Unterhaltung und nicht der wirklichen Zerstörung. Ich Also, ihr habt gehört, gelesen, ihr sollt es nicht nachmachen. Ich war da. Ich darf es nicht bewegen. Ja, es war zu steinlastig, das will ich mir nicht anschauen.
Das war auch am Anfang wollte ich eigentlich Mittelalter bauen, aber ich glaube, hier bauen sehr viele Leute im Mittelalter. Ja, das da hinten schaut schon mal gut aus. Da werde ich jetzt mal hingehen. Ja, Leute, wenn ihr sowas da oben in der Luft baut, wie soll man sich das anschauen? Da müsst ihr schon einen Beamer irgendwo hinstellen. Ja, hier wird fleißig gebaut. Ich glaube, ich bin auch schon fast da, denn ich will nach rechts laufen. Was haben wir denn hier? Briefkasten? Keine Werbung. Essen. Mache ich, danke. Ich muss Kuchen essen. Steht, glaube ich, meinem Erfolg drin. Okay, hier ist Baustelle, aber richtig Baustelle. Geht da ein Weg nach hinten? Lass mich mal schauen. Nee, da geht kein Weg nach hinten, aber ich gehe einfach mal hier querfeldein ein. Ja, das sind natürlich das Riesenprojekte immer. Wie bei mir. Die etwas deplatzierte Moffsche Adventshütte. Ja, die ist deplatziert. Okay. Weihnachten 2018. Leute, da gibt es noch alte Köpfe. Wer sie halt immer auch sammelt. Ne, ich möchte mal die Gebäude hier anschauen. Das ist falls man da rein kann. Irgendwie. Ich gehe mal hier in. Oh, das ist noch nicht fertiggestellt, deswegen kann man nicht rein. Doch, man kann rein. Ist noch nicht ganz fertiggestellt. Was ist das für ein komischer Baum? Oder ist das ein Mensch? Eine Statue? Ja, hier muss ich aufpassen, dass ich nicht mich irgendwo reinstütze. Ah, das wäre schon alles zu durcheinander hier. Das ist. Genau da hinten wollte ich mal hin. Ja, das sind so alte, ja, so übliche Wüstengebäude, ne? Das ist ein Wüstenschloss oder so. Wo bin ich denn auf der Map? Ja, ich bin eigentlich schon. Lass mich mal noch mal kurz scrollen. Eigentlich suche ich ja die große Pyramide. Wo warten die? Da hinten. Da muss ich noch ganz schön laufen. Aber wenn ich schon mal da bin, dann schaue ich natürlich hier mit rein. Post und anderes Zeug. Ja. Ich werde jetzt hier mal eine Abkürzung nehmen, beziehungsweise. Ne, da ist noch eine Glaspyramide, die schaue ich mir noch an. Okay, beziehungsweise ich habe schon 18 Minuten, ne, nur hier lauf, aber. Ja, schaut euch einfach mit an, was die Leute hier bauen. Ich glaube kaum, dass jemand hier so in die trockene Gegend hier rauskommt. Ist zwar nicht verlaufen, nicht verlaufen, nicht verlaufen. Also da wäre es schön, wenn man sowas in die Luft baut und wenn dann hier quasi irgendwo ein Projekt steht, dass man hier sich vom Surfer so ein, keine Ahnung, Teleport geben lässt. Ähnlich wie mit der Elytra. Hinstellen und dann bist du da oben. Das wäre natürlich. Da habe ich gerade so eine ganz blöde Idee. Das könnte man ja bei Gelegenheit vielleicht beantragen, muss dafür aber eine Unsumme an Diamanten bezahlen. Da muss ich mal hinschauen, da brennt's. So schaut es also von hinten aus, okay. Wäre eigentlich ein schöner Screenshot, ne? Hier. So, das dann nur der Bereich, ja. Und da oben. Da wohnt wohl der Teufel. Aber ich gehe mal da in die Pyramide rein. Alles, ja, noch nie gesehen, deswegen Neugierde. So, was haben wir denn hier? Ach, hier stehen ja ein paar kleine Häuser. Ja, die Knöpfe passen auch ganz gut. So, das schaut aus wie Villager demnächst in ihrem Kino.
Da komme ich nicht mehr raus da hinten, deswegen muss ich hier wieder schnell durch den Eingang verschwinden, denn eigentlich die Zeit läuft mir auch davon, verdammt. Ich will ja zu der Pyramide eigentlich hin. Jump, 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 jump. Und zwar ist die. Komme ich jetzt an noch was Schönes vorbei, da kommen noch jede Menge Häuser. Ich logge mich mal kurz aus, mache Pause und melde mich da hinten wieder. So, guten Morgen, haben sie alle geschrieben, obwohl wir schon spät Abend haben. Ich blende mich mal wieder ein, weil hier kommt so ein großes Gebäude. Da hat sich jemand zwei so Trophäenpferde vorne hingesetzt. Komm, wir gehen mal rein hier. Ah, können wir Schach spielen? Jo, braucht noch ein bisschen, glaube ich. Da will ich eigentlich gar nicht hin. Ich würde sagen, ich habe noch ein weiteres Ziel entdeckt, aber ich gehe jetzt einfach mal da krass schräg rüber. Ich verlasse jetzt den Hauptweg. Und lass mich mal kurz auf die Map schauen. Bin ich schon vorbeigelaufen? Bin schon vorbeigelaufen. Ja, ich gehe mal darüber. Ich schalte mich gleich wieder hinzu. Denn da drüben ist die große Sphinx. Ist auch so ein komisches Wort, ne? Sphinx. Komm, ich spring mal, ich bin der Wüstenspringer. Oh, das ist mein Trockenbusch. Kann ich nicht abschneiden. Die sind extrem rar, diese Trockenbüsche hier. Lass mich mal kurz schauen, wo ich bin. Ach, ich bin im Rücken von dem Teil. Ah, das ist jetzt blöd. Das ist der Kopf quasi. Und das ist die Kirche. Die wollte ich mir mal anschauen. Dankeschön. Mal an den Füßen entlang gehen schnell. Ich schaue mir die kurz von vorne an. Die Sphinx. Dann das moderne Fabrikgebäude hier. Die sieht man gar nicht richtig. Da müsste jetzt auf den Berg gehen. Ja, ist zwar schön gebaut, aber es gibt noch keinen Eingang oder so, ne? Das ist auch eine Pyramide, aber ich will eigentlich jetzt in. Jetzt wird es auch Nacht, jetzt verdammt. Ich muss hier an diesem Gebäude vorbei und in den Fluss hinein. Das ist auch eine Idee. Ich könnte noch ein paar so Weizenpflanzen setzen. Ja, die nehme ich mir mit. Die Idee, oder Zuckerrohr, Weizen oder Zuckerrohr. Wobei Weizen nicht so hoch wird. Ich muss jetzt darüber, es wird Nacht, ich melde mich gleich wieder. So, ich schalte mich jetzt mal drauf wieder, weil ich denke, sowas in der Art würde ich auch bauen wollen, weil das gefällt mir ganz gut. Von der farblichen Konstellation her. Zwar alles ein bisschen eckig, ich bin ja nicht so der eckige Freak, aber das Fichtenholz ist auf jeden Fall hervorragend. Das wollte ich mir nämlich mal anschauen. Deswegen bin ich hier, weil wenn man näher dran ist, sieht man einfach mehr. Und auch ein dunkler Boden. Ich glaube, sowas werde ich übernehmen. Und ein bisschen Laub, ja. Ich gehe mal da rein. Setzling Troppenmix. Professionelle Gärtnerschütze. 1799. Gärtnerei für Anfänger. 1 bis 3. Jawohl. Ja, so ähnlich möchte ich meine Gebäude auch gestalten. So mit Absätzen drin. Und ich gehe da mal rein. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Wer ist denn hier der Bauer? Achso, ich habe im Chat ausgeschalten. I'm Toruk. Die haben schon früher nicht viel Platz gehabt, gell? Die Wüstennomaden hier. Aber hier ist wirklich alles ausgefüllt. Das ist ein kleiner Marktstand. Das gefällt mir.
Da gehe ich auch schnell mal hin. Das ist ein schönes Konzept. Ach nee, das ist ein Liegestuhl mit Sonnenschirm. Mit Betten gemacht. Oh, das ist auch eine gute Idee. Mit Betten gemacht, das ist eine richtig gute Idee. Wenn man hier drunter liegt, sieht man nur das Holz oben. Das hast du richtig toll gemacht. Möchte ich dich mal loben und auch diese Gebäude hier gefallen mir. Ich mache mal meinen Screenshot hier, unbedingt. Damit ich es nicht vergesse. Ja, okay. Euer Lagerist, der hat natürlich ein Problem. Der arbeitet unsauber. Oh, da oben sind Fensterläden dran. Das gefällt mir auch. Screenshot. Komm, ich geh mal rein. Aha. Table Dance. Auf jeden Fall alles eingerichtet. Das ist eigentlich das Schöne. Ach komm, hör auf. Hast du jetzt ein Meeresgurken da drauf gesetzt? Die gehen hier außerhalb vom Wasser auch. Ideen haben die Leute. Ideen. Und wieso ist das blau? Wieso wird der nicht weiß? Hä? Ja, das gefällt mir. Gehe ich mal runter. Ja, mit dem Häuser einrichten ist bei mir natürlich so eine Sache, da bin ich ewig drüber. Aber mir gefällt der Baustil wirklich. Ach, das ist ja toll. Muss ich auch noch einen Screenshot machen. Das ist so, so würde ich mir das auch vorstellen können. Da ist doch hier, friss doch, da ist doch Heu. Oder heul nicht rum. Sehr schönes Dorf, muss ich sagen. Bis auf der Lagermeister, der gehört gefeuert. Und jetzt komme ich hierher zu der Pyramide mit dem Park. Der Park ist da innen drin. Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall auch an. Auch schön beleuchtet hier. Im Bau. Du bist im Bau? Was hast du angestellt? Oh je, Junge, schau mal, dass er hier, der ist im Bau. Hier, Jonas. Helft ihm mal, der braucht eine Spende, damit er aus dem Bau wieder rauskommt. Labyrinth und Farm. Na, Jonas. Ach, du bist es, du baust das alles hier. Ja, stolze Leistung für vier Pfödler. Oh, ich kann mal da reinkommen. Labyrinth. Ey, ich verlauf mich, ich mach das nicht. Bitte nachpflanzen. Oh, ne, Community, kleine Community Farm. Schön. Aber einmal schaue ich noch nach unten. Ich möchte nur mal den Eingang sehen von dem Labyrinth. Ich laufe aber definitiv nicht rein, weil ich weiß, dass ich nie mehr rauskomme und dann hilft nur noch Home. Schwierigkeit Mittel. Drinnen erhaltet ihr noch ein paar Informationen. Nee. Kein Zutritt. Ja, stimmt. Das geht nicht. Einmal hoch. Huschen. Und dann schaue ich mir da drüben noch das Monsterhaus hier an. Das ist garantiert irgend so. So ein Boss, ich möchte jetzt gar nicht sagen, was für ein Boss. Wen hast du da drin versteckt? Komm. Okay, das ist noch nicht fertig, deswegen hat er geschlossen. Sehr gute Idee. Und ich wollte mir aber den Garten hinter der Pyramide anschauen. Und danach sind wir mit der Folge auch schon rum. Da habe ich 30 Minuten Surfer. Oh, wartet mal. Surfer, Gebäude angeschaut. Ist auch nicht schlecht. Okay, das ist aber eher ein moderneres Gebilde.
Ach, ich bin schon in dem Park. Ach, das ist dieser See hier. Ah, okay. Ich sehe es gerade auf der Map. Das sind alles selber gebaute Bäume, oder? Die wachsen. Nee, so können die gar nicht wachsen. Das sind immer dieselben, ja. Da ist ein Kaktus. Nimm ich. Genau deswegen wollte ich mal her, wegen dem kleinen Dorf und eben hier wegen der Pyramide mit dem Garten. Anregungen holen kann man sicher immer. Was heißt, da komme ich jetzt nicht runter, weil gesperrt. Okay. Und dann ist noch eine kleine Pyramide, noch eine Pyramide. Da hinten ist ein großes Haus. Dann würde ich mir kurz die Map ein bisschen vergrößern. Da wird es dann moderner. Da hinten ist das Sphinx. Dann würde ich sagen, ich gehe noch mal hinter diesen, hinter diesem einen, hinter dieses eine Haus. Oh, der lächelt aber, ne? Der freut sich. Ich habe mich jetzt, glaube ich, gerade verlaufen. Ich laufe in die falsche Richtung, gell? Jupp, das mache ich gerade. Wenn ich so still bin, schaue ich die Map gar an. Und ja, ich bin auf die falsche Seite gelaufen. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Na, ui, also jetzt bin ich gefangen wahrscheinlich, oder? Ja. Wo hüpfe ich denn da rein, Leute? Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Okay, hier auch nicht. Komm ich da raus? Aber drüber springen kann ich, oder? Auch nicht. Und wenn ich mich duck und drüber springe. Ja, geschafft, hey. Ich bin ein Fuchs. Ich wollte mal schnell hinter das Gebäude da hinten noch rennen. Ich sehe mich jetzt gar nicht mehr auf der Karte. Ach, ich laufe total falsch. Verdammt. Da ist der Turm, da ist der Turm. Ich muss in die Richtung. Ja, da ist noch ein moderneres Gebäude da hinten. Das will ich mir noch anschauen. Beziehungsweise so ein Park. Und da ich jetzt hier richtig schnell sprinten kann und hüpfen kann. Ja, so haben die früher gearbeitet, Leute. Schaut euch das mal an. Da haben sie dann die Steine nach oben geschleppt. Das soll sich das wahrscheinlich darstellen. Das ist jetzt dieser kleine Park, den ich von oben gesehen habe. Also auf der Maps super gestaltet. Mal schauen, ob ich da reinkomme. Ja, ich komme rein. Oh, hier drin auch. Aber hier komme ich nicht raus, oder? Doch, komme ich. Ja, Endstäbe. Ich komme nicht an Endstäbe. Ja. Lass uns mal nach oben gehen. Ja, ich glaube, das ist auch noch nicht ganz fertig, weil Bepflanzung noch fehlt. Aber ich würde sagen, ich beende das jetzt hier mal mein Video und sage, ja, es sind einige nette Gebäude hier in der Wüste und das Dorf hat es mir besonders angetan. Also hier werde ich mir einige Ideen abschauen. Aber das ist alles Zukunftsmusik wahrscheinlich erst so in, keine Ahnung, 3, 4 Monaten. Ja. Als nächstes, ihr habt ja meinen Ring gesehen, den baue ich natürlich jetzt erstmal zu Ende, außenrum und gehe Material besorgen. Ich mache hier viel offline. Solltet ihr Interesse haben, dass ihr das mit sehen wollt, wie ich hier vorgehe immer, ja, schreibt mir einfach mal, sagt ja, okay, ich möchte schon sehen, wie du das baust und machst du das aus dem Kopf. Vieles mache ich aus dem Kopf. Manchmal fluche ich auch, wenn ich sage, ach verdammt, jetzt habe ich da einen Block falsch gesetzt. Das passiert auch ab und zu mal. Ja. In diesem Sinne, Leute, ich porte mich nach Hause, weil ich beginne zu Hause, dann beende ich auch zu Hause. Und ich würde sagen, flupp, da bin ich schon. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit, ja, entweder ich baue was oder mal schauen. Nee, in der nächsten Folge, stopp, stopp, könnte es sein, dass ich auf dem Event bin. 1, 2, 3, eine Folge kommt dazwischen. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Falsche Taste, falsche Taste.